Wort gemeldet ist der Abgeordnete Leimer. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Damen und Herren, Hohes Haus, zur Petition Truppenkirchen am Beispiel des Truppenübungsplatzes Allensteig. Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten Tag für Tag ihren pflichtgetreuen Dienst für unser Heimatland Österreich. Sie sind es, die an vorderster Front stehen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten und unsere Werte auch zu schützen. Um diese wichtige Aufgabe erfüllen zu können, brauchen Sie unsere volle Unterstützung und natürlich auch die bestmögliche Versorgung. Eine ausgewogene und vor allem angemessene Ernährung ist nicht nur für den Körper, sondern auch für die geistige Fitness von entscheidender Bedeutung. Warum das beim Militär wichtig ist: schnelle Entscheidungsfindung, Belastbarkeit, effektive Kommunikation in komplexen und anspruchsvollen Situationen, physisch wie auch psychisch. Unsere Streitkräfte verdienen die besten Nahrungsmittel. Hier geht es nicht nur um Essen, es geht um Wertschätzung ihres Dienstes und um ihre Gesundheit. Statt oft nahrstoffarmer Fertiggerichte sollten unsere Soldatinnen und Soldaten mit frischen, regionalen und hochwertigen Lebensmitteln versorgt werden. Das ist nicht gut für ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit, das ist auch gut für unsere Umwelt und es ist beispielgebend. Die Produktion und der Transport von Komponenten, Küchen, Lebensmittel tragen zudem erheblich zur Verschmutzung unserer Umwelt bei. Die Lebensmittelproduktion erfordert viel Energie und verursacht CO2-Emissionen. Wir sollten daher auf lokale und regionale Landwirtschaft und Lieferanten setzen. Zum Thema Autarkie und österreichisches Bundesheer. Die Autarkie von Kasernen ist mehr als nur ein Begriff. Es ist ein Konzept, das unsere nationale Sicherheit stärken soll und stärken wird. Wenn Kasernen in der Lage sind, ihre Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wasser, Energie weitgehend selbst zu decken, dann sind sie weniger anfällig für externe Störungen und Abhängigkeiten. In Zeiten von Krisen und Naturkatastrophen, wenn zum Beispiel externe Lieferketten unterbrochen sind, werden autarke Kasernen weiterhin funktionieren und die Sicherheit der Streitkräfte gewährleisten. Durch den verstärkten Einsatz von erneuerbarer Energie und Produktion von Nahrungsmitteln vor Ort schaffen wir Arbeitsplätze und stärken die örtlichen Gemeinschaften, insbesondere wichtig im Waldviertel. Wir sehen die Abschaffung der Komponentenküche und der Wechsel zu regionalen, frischen, hochwertigen Lebensmitteln ist nicht nur im Interesse unserer Streitkräfte, sondern auch ein bedeutender Schritt im Kampf gegen die Klimakrise. Gemeinsam können wir Verantwortung für unsere Umwelt, Gesundheit unserer Streitkräfte übernehmen. Der Truppenübungsplatz Allensteig soll hier auch eine Vorbildwirkung für das österreichische Bundesheer entfalten. Unsere Soldatinnen und Soldaten verdienen sich das redlich. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Bernhardt.